Ja, Luft. Letzte Woche, würde ich sagen, habe ich nicht gebadet. Also habe ich schon gebadet, aber nicht gefilmt. Die Woche davor, glaube ich, auch nicht gefilmt. Die Woche davor hatten wir jenes Zeug hier. Kneipp, Naturkind, Fußballheld, schäumendes Zauberbadesalz. Ja, es hat geschäumt, haben wir gesehen. Gerochen hat nach Pflaume und Brombeere. Ja, hat es tatsächlich. Es war interessant. Ich bräuchte es nicht nochmal. Diese Woche, ja, entsorge ich erstmal hier diese Kiste. Wie angekündigt, gibt es diesmal wieder was von Müller aus dem Süden. Disney-Prinzessin Sophia, die erste Badeperlen lila. Bezaubernder Badespaß. Hinweise: kühltrocken und lichtgeschützt lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren, da muss auch irgendwo draufstehen. Oh, nochmal Brombeerduft. Okay. Ja. So. Irgendwo da unten liegen jetzt Badeperlen. Mal gucken. So, dann gucken wir doch mal einmal fix hier rein und stellen fest, Müller hat eine interessante Idee, was lila ist. Das ist für mich rosa, zumindest in Perlenform. Vielleicht färbt es ja lila. Gucken wir mal. Ja, es färbt lila. Es riecht so gut wie gar nicht. Und es zieht Fäden. Vielleicht sieht man es ja da so ein bisschen. Ja, es gibt halt Perlen, die färben blau, Perlen, die färben rosa. Macht zusammen lila. Ja. Das kann sie jetzt ein bisschen noch auffüllen, auflösen. So, und für nächste Woche müssen wir auch noch was suchen. Das gibt es irgendwann später. Lüttesfeld, kleine Nixe Badespektakel. Da zeige ich euch nächste Woche mal. Da war ein Bastelbogen mit einem Boot drin. Das zeige ich euch nächstes Mal. Gebastelt habe ich schon. Muss ich jetzt holen. So, da fällt das Disney-Zeug. Da haben wir Dresden Essence. Da haben wir noch mal irgendwas. Und da haben wir. Ja. Tu mal so, als würde ich random was rausziehen. Mache ich aber nicht. Wir bleiben bei Badeperlen. Tetisept hat man schon lange nicht mehr. Nächstes Mal gibt es dann das Tetisept Kinder Badespaß Entchenbad. So, zum Abschluss rühre ich hier nochmal um. Okay. Das sieht interessant aus. Ja. Stellen fest, ja, es färbt lila. Wir stellen fest, es braucht nicht allzu lange, um sich aufzulösen, das Zeug. Keine Perlen mehr da. Tatsächlich alles flüssig. Wir stellen fest, es riecht immer noch nicht. Ja. Und nächste Woche gibt es das ganze Zeug mehr oder weniger in Orange. Wahrscheinlich riecht es ja noch nach Orange. Gucke ich da nochmal drauf. Bis dann, ciao.